dass sich der Teil 19 des Forschungsprojektes über den europäischen Hirschkäfer Lucanus cervus, Cervuszucht und Wiederansiedelung, heute ist der 15. August 2014. Das ist ziemlich genau 2 Jahre her, seit die ersten Hirschkäfer hier ins Labor kamen und damit begonnen haben, Eier abzulegen. Und jetzt möchte ich heute 2 Brutcontainer mal untersuchen. Und zwar ist das der eine hier, der ein Weibchen beinhaltet und ein Männchen von Bersis von der Gegend hier im Sarganserland. Das war das Weibchen mit der Nummer 01022. Kam am 6. Juni hier in diese Box, also ziemlich genau vor 2 Monaten. Und wir wollen mal schauen, ob hier bereits etwas geschehen ist, ob das Weibchen Eier gelegt hat, ob wir das Männchen noch finden, ob die Tiere überhaupt noch leben oder nicht. Das werden wir jetzt mal hier untersuchen. Zu diesem Weibchen vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung der Biografie. Das ist also ein Weibchen, das gefangen wurde in Bersis. Das war, wurde in eine Brutbox gebracht, Breeding Container, ähnlich wie der hier. Das Weibchen hat Eier gelegt, etwa 25. Eine davon, diese Nummer 1022, diese Larve war am 30.08.2012, eine L1, also das war ziemlich genau vor 2 Jahren. Dann am 19.08.2013, also vor ziemlich genau 1 Jahr, war das bereits eine Puppe. Und am 30. März dieses Jahres war ein Weibchen hervorgekommen. Und seit dem 1. Juni dieses Jahres ist es nun hier in der Brutbox. Das heißt also, das Weibchen ist genau 1 Jahr, nachdem es eine L1 war, oder genau 1 Jahr, nachdem es auf Ei abgelegt worden ist, das Tier ausgeschlüpft. Respektive hat sich das verpuppt und ist dann nach 1,5 Jahren im März ausgeschlüpft als ein Weibchen. Und das habe ich jetzt nochmals hierher gebracht und es ist mir ein bisschen erstaunlich, dass nach 1 Jahr die Tiere bereits fertig entwickelt und verpuppt sind. Wenn man das vergleicht mit der Literatur hier, der Hirschkäfer, die Originalausgabe von Klausnitzer, das ist eine Ausgabe von 1982, noch zu DDR-Zeiten, da steht also drin, und die waren sehr fortschrittlich in der DDR, vor allem mit so Naturbeobachtungssachen. Die Larve von Lucanus cervus benötigt meist wohl 5 Jahre, es können aber auch 6 bis 8 Jahre bis zur Verpuppung sein. Nahrungsmangel soll zum vorzeitigen Ende der Entwicklung nach 3 oder 4 Jahren führen und die Aberration Capreolus Rehkäfer ergeben nach Orion 1949. Die Sachen sind nicht groß verändert worden. Man hat seit dieser Zeit eigentlich praktisch keine Forschung betrieben über den Lebenszyklus von Lucanus cervus cervus, und das ist doch ein bisschen sehr seltsam, weil man doch weiß, es ist eine der Flaggschiff-Käferarten in Europa und andererseits ist es wahrscheinlich der bekannteste Käfer überhaupt in Europa. Dass man da so wenig weiß über den richtigen Lebenszyklus dieser Tiere, ist doch ein bisschen sehr erstaunlich. Aber gleiches gilt es leider auch zu sagen von tropischen Arten, beispielsweise Goliathus, der größte Rosenkäfer der Welt und einer der größten Käfer Afrikas, von dem weiß man noch nicht mal, wo überhaupt die Larve lebt, in welchem Art von Substrat, in welchen Arten von Baumhöhlen, da hat man auch noch keine Ahnung. Und das ist ebenfalls erstaunlich, weil Goliathus ist ja eigentlich der Käfer, der in keiner Käfertammlung fehlen darf, weil er so unglaublich prominent ist. Da gibt es halt noch viel zu tun und nebst den vielen Verwirrungen über die verschiedenen Unterarten, die jetzt gerade bei Goliathus ja sprichwörtlich sind, die man mit solchen Zuchtexperimenten definitiv klären könnte, und das ich ja auch gemacht habe, schon bei Goliathus und so, ist es jetzt auch hier wichtig, einmal eine Klarheit zu bekommen über den wirklichen Lebenszyklus von Lucanus cervus cervus. Und heute ist es aber ein bisschen ein spannender Moment, weil bei der Untersuchung dieses Containers ja auch herausgefunden werden kann, ob 2 Jahre, nachdem ein Ei abgelegt wurde von einem Tier, bereits die nächste Generation da ist, wenn wir hier bereits Eier finden würden oder sogar L1-Larven.
Und ich habe, wenn da Larven gefunden werden oder auch Eier, bin ich vorbereitet, habe ich meine Sachen dabei, werde ich dann von Fall zu Fall darauf zu sprechen kommen. Und es sind auch andere Brutboxen bereits noch in Vorbereitung mit Paaren drin. Da werden wir dann auch schrittweise in der Buchhaltung das aufarbeiten und vielleicht einige Sachen auch hier dann zeigen in diesen Videos. Was wir brauchen, ist natürlich jetzt eine solche Box, um da den Inhalt dieses Containers zu untersuchen. Das können wir auch vielleicht mal von oben jetzt hier so machen, ganz schematisch. Da sind diese Beetle-Jelly-Töpfchen drin. Die sind natürlich jetzt längst aufgebraucht. Wir wollen mal sehen, wo sie überhaupt noch solche hat. Hier hat es noch ein Stück. Da ist noch ein Teil des Körpers des Weibchens zu finden. Hier zum Beispiel, ja, das ist das Weibchen hier. Dann ist das andere wahrscheinlich das Körperteil des Männchens da. Das waren also keine riesen Tiere. Das waren keine großen Hirschkäfer, so wie man denkt, so die richtig prominenten, großen Dinge. Das waren eher kleinere Exemplare, aber wir wollen mal schauen, ob sie trotzdem geschafft haben, hier Eier abzulegen. Die kommen natürlich dann da, das ist jetzt mal hier das Weibchen. Das ist ein Teil des Männchens ganz offenbar. Mal schauen, ob wir das da noch ein bisschen in einem bisschen schöneren Licht zeigen können. Da voilà. Da sieht man die also hier. Vom Männchen habe ich jetzt noch nichts gesehen da. Ich werde mal die Oberfläche da ein bisschen ab. Dadurch, das ist das Vorderteil des Männchens hier. So, jetzt haben wir das also doch zusammen. Das heißt, es ist ein kleines Männchen. Das ist eben das, was man als Capreolus dann bezeichnen würde, was da erwähnt wurde. Das sind einfach die kleineren Männchen, die nicht so groß sind. Hat aber mit Futtermangel offenbar nichts zu tun. Denn die wurden gleich aufgefüttert wie andere Tiere, die jetzt bereits 2 Jahre unterwegs sind und viel schwerer geworden sind. Die haben nie das Substrat völlig aufgebraucht. Ich habe diese kleinen Tiere, die haben ein inneres Programm, das ihnen sagt, gewisse offenbar von denen sollen bereits nach einem Jahr hervorkommen, andere vielleicht erst nach 2 Jahren. So, das werden wir jetzt mal ein bisschen zur Seite legen. Und jetzt dann diese Holzstücke da mal genauer untersuchen, ob wir da Eier finden oder bereits Larven. Das muss man natürlich zuerst mal, ich mache das immer so zuerst von außen mal schauen und erst nachher, ich werde das die Holzstücke jetzt nicht öffnen, das werde ich jetzt, wenn man nichts von außen sieht, genau so wie es ist, zur Seite legen, nachher wieder in die Box zurückbringen und dann weiter warten, sicher bis mal nächstes Jahr und dann wieder genauer weiter untersuchen, ob da was passiert ist, ob wir da was schon sehen. Oder ob man dann erst überhaupt nächstes Jahr dann sehen kann, ob sich da was geregt hat in dieser Eiablagebox. Oder ob das Päckchen vielleicht gar nicht dazu gekommen ist und vorher gestorben ist. Das werden wir dann alles schauen. Jetzt nehmen wir mal so raus. Und werden mal ein bisschen durchschauen, ob wir da was finden in diesem Substrat drin. Das sieht sehr feucht aus, hier vielleicht ein bisschen zu feucht. Da hat es auch viele Würmer jetzt drin. Wir werden mal schauen, ob da überhaupt eine Larve so weit gekommen ist, sich zu entwickeln, in diesem Holz drin oder so. Doch, da ist eine. Ich habe sie jetzt schon fast verletzt hier. Das ist eine kleine L1-Larve hier. Ganz winzig, ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht da mit dieser raschen Bewegung zu fest gestört und werde sie natürlich dann gleich in Sicherheit bringen. Ist aber ein Zeichen und da unten sehe ich schon ein Ei. Jetzt also mal schauen, habe ich das Tier da. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich das jetzt da kaputt gemacht habe bei dieser etwas unvorsichtigen Bewegung, aber das kann natürlich manchmal auch vorkommen. Das soll keine Entschuldigung sein. Das heißt einfach, ich muss vorsichtiger sein noch bei den Bewegungen, die man da jetzt macht. Und da unten habe ich ein Ei gesehen, das muss ich jetzt da auch gleich in Sicherheit bringen.
dass ich da nicht den gleichen Fehler auch nochmals mache. Hier ist dieses Ei. Sieht man das hier? Auf der Seite hier. Voilà, genau. Das heißt, ich muss jetzt da sehr vorsichtig an die Arbeit gehen, dass ich nicht diese Tiere da umbringe. Offenbar ist, war dieses Tier hier ganz nah an diesem Holzstück dran. Und ich werde jetzt mal schauen, ob ich vielleicht da noch etwas sehe bei der Durchsuchung. Das scheint mir auch, dass hier das Weibchen so eine Art Kanal gegraben hat da an diesem Holzstück, um da vielleicht Eier daran abzulegen. Mal vorsichtig schauen, ob wir da was entdecken können noch daran. Bei Anfangsstadium von Lucanus Cervus ist es ja so, dass die Tiere an der Außenseite der Hölzer meistens die Eier ablegen, gar nicht groß ins Innere. Dass ich eingraben, hier sieht es auch so aus, wie wenn das so eine Stelle wäre mit solchen mit solchem aufgeraspelten Substrat. Da hat es jetzt relativ viele Würmer drin, weil das ziemlich feucht ist. Wir wollen mal schauen, ob es da überhaupt noch lebendige Larven zu sehen gibt da drin. Und natürlich werde ich dann das Substrat, sobald das hier untersucht wird, wieder zurückgeben in diese Kiste hinein, damit, wenn da Tiere drin sind, die sich noch ein bisschen weiter entwickeln können. Aber das sieht jetzt da ziemlich nach einem Wurmhaufen aus. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig durchgehen. Ich habe jetzt auch nicht in jedem Fall jetzt hier das Substrat tiefkühl sterilisiert, aber es scheint mir schon, dass es an sich nötig wäre, dafür zu sorgen, dass da nicht zu viele Würmer sich entwickeln können in diesen Substraten drin. Und dass die Tiere, die Larven dann, da ist noch ein Ei, dass die Larven dann Zeit haben, sich in Sicherheit zu bringen, sozusagen in diesem Holzsubstrat drin, in diesen Hölzern, die da in dem Substrat drin sind. Und ich werde natürlich dann jetzt dafür, da ist noch ein Ei, aber das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Das sieht schon so aus, wie wenn es jetzt irgendwie da kaputt gegangen wäre. Werde mal da noch ein bisschen weiter suchen in diesem Substrat drin. Das heißt, wir haben ja hier schon jetzt Anhaltspunkte, dass tatsächlich Eier abgelegt wurden, weil das Substrat jetzt hier ein bisschen sehr nass, mir ein bisschen sehr nass scheint, werde ich wahrscheinlich hier am Boden zwei, drei solche Buchenholzpellets platzieren, die das überflüssige Wasser hier absaugen können aus dem Substrat. Die binden eine ziemlich große Menge von diesem überschüssigen Wasser im Substrat und bringen dann das Substrat dazu, dass es nicht zu fest zusammenpappt, sondern dass es einigermaßen locker bleibt. So, und ich werde jetzt die beiden Holzstücke hier also nicht aufbrechen, sondern die mal weiter hin wieder zurückgeben in diese Box, damit Tiere, die da drin leben, dann sich eventuell weiterentwickeln können. Ebenso dieses große Holzstück hier, von dem ich nicht weiß, was da jetzt drin geschehen ist, aber das werden wir sicher dann rausfinden im Laufe der Zeit. Ich werde diese Box auch nicht mehr groß nun verändern in ihrem Zustand. Die wird jetzt einfach so bleiben und bei diesen Kellertemperaturen auch gelagert bleiben bis zum nächsten Untersuch, und dann werden wir dann feststellen können, ob sich hier noch Larven entwickelt haben in diesem Holz drin. Das scheint mir auch so. Oh, das ist eine Kapsel. Manchmal gibt es auch diese Kapseln, die die Würmer legen, die sehr ähnlich aussehen wie die Eier von Käfern. Ich werde mal da jetzt ein bisschen durchschauen. Wie wir noch was sehen können. Also gut, da jetzt, ich habe mir also eine, die ist auch noch das Zeichen auch, dass
die nicht sehr früh begonnen haben, ab Eier zu legen, weil das erst jetzt eine kleine L1-Larve ist. Gut, das war auch in einem Keller, wo es relativ kühl ist, nicht sehr warm war die ganze Zeit. Deshalb sind die Entwicklungen natürlich dann da auch ein bisschen langsamer, als wenn das draußen ist, in einem sonnenbeschienenen Ort hier. Voilà, das ist mal das hier. Und jetzt, was machen wir mit diesen Eiern und Larven? Für die Eier werde ich nun hier eine kleine Box vorbereiten. Aber dieses Substrat hier, das scheint mir doch sehr verseucht mit Regenwürmern. Deshalb mache ich da hier ein bisschen ein anderes Substrat mit Black Soil, von dem ich jetzt hoffe, dass es noch ein bisschen idealer ist für die Entwicklung dieser Eier, die ich jetzt hier gefunden habe, wobei eigentlich nur zwei davon noch richtig gesund aussehen. Die anderen beiden, würde ich meinen, die sind nicht mehr so ideal, sehen die aus. Ich mache da doch ein bisschen von dem Originalsubstrat, einfach ohne irgendeinen Wurm drin, bereit, um dann da an diesem Ende ein Ei zu deponieren. In dieser Ecke drin da. Und an diesem Ende hier das zweite Ei. Dann sieht das etwa so aus. Voilà, das heißt, wir haben jetzt hier also schon bereits von diesem Paar Nachkommen gesehen. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt mit dem Tier hier, das ich gestört habe? Habe ich jetzt das umgebracht oder? Oder ist das, lebt das noch? Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich werde jetzt aber, um das mal zu testen, hier einfach eine ganz kleine Vertiefung machen in diesem Substrat drin. Mit ganz wenig von diesem Geraspel, von diesem weißfaulen Holz, als eventuell Nahrung, und die L1-Larve da drauf geben, ein bisschen zudecken. Da ist jetzt keine Würmer, nichts drin. Und dann mal schauen, was da geschehen ist. So, das wäre mal die erste Box. Da schreiben wir natürlich auf, was wir dann gesehen haben. Das waren also... Wir haben hier also vom Weibchen 1, 0, 2, 2, 2 Eier und eine L1 am 15.08.14 gefunden. Das Substrat hier sieht ein bisschen zu feucht aus. Wir wollen sehen, ob das beim nächsten Substrat hier auch der Fall ist. Hier wurden ein Männchen aus Bärschis mit zwei Weibchen von Obermöllen bei Frankfurt zusammengebracht. Wir wollen mal schauen, wie das hier jetzt aussieht. Auch hier sehen wir bereits die Tiere, die sind jetzt da gestorben. Das ist das Männchen hier aus Bärschis, ganz ähnlich wie das andere. Nicht ein Riese. Da ist eins der Weibchen. Auch die sind also in Rekordtempo da groß geworden. Hier ist das zweite Weibchen. In Rekordtempo groß geworden und ausgeschlüpft im Substrat drin. Aus der Zucht hier. Und wir wollen jetzt da auch mal nachschauen, ob wir hier in diesem Holz eventuell etwas finden. Da machen wir gut, einfach die Hölzer ein bisschen anzuschauen, was da gemacht wurde daran, an diesen Holzstücken, ob man da was sieht, von Spuren, von Fraßspuren, Löcher, da sieht man schon etwas. Schwierig zu sagen, ob da was drin ist, müsste man jetzt da ein bisschen verfolgen, diese Kanäle. Ich werde aber nicht zu viel Arbeit jetzt aufwenden, dazu im Detail diese Hölzer zu untersuchen. Das kann man dann machen, wenn das etwa ein Jahr vergangen ist und man das Gefühl hat, jetzt müsste man da eigentlich die Larven sehen von der Größe her, also sagen wir so in einem halben Jahr, wenn sie müssten die alle L2 oder noch größer sein, sogar L3, da kann man da auch mal nachschauen, ob man da was drin sieht. Ich werde jetzt aber hier ähnlich wie vorher einfach mal das Substrat ausschütten und so durchschauen.
ob man hier sich überhaupt eine Idee hat, ob da was sich entwickelt hat. Was man jetzt hier gleich sieht, ist, dass hier ein Ei, hier da unten eine schöne L1-Larve, ich muss jetzt also die Tiere mal ein bisschen zur Seite bringen, damit man sie sehen kann. Hier hat sich also was getan in diesem Substrat drin, da ist eine schon etwas größere L1-Larve, die hier, voilà, da ist ein Ei in der Nähe eines Holzstücks hier. Dann ist da drüben ist noch eine ganz kleine L1-Larve, das ist die hier, ist also unmittelbar jetzt aus dem Ei hervorgekommen. Die Gatt ist also noch überhaupt nicht lange hier. Da ist ein schönes großes Ei. Also hier sind wir jetzt in einem Bereich, wo es sehr viele Eier offenbar hat, wo wir mal ein bisschen durchschauen müssen. Ich mache jetzt hier einen kurzen Break und dann werden wir da in einer halben Stunde vielleicht, wo ich das durchsuche, werde ich dann nachsehen. Man sieht schon hier auch an diesem Holzstück, da ist auch wieder ein Ei, das klebt also direkt in der Nähe des weißfaulen Holzes. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass jetzt hier die Eiablage sehr gut geklappt hat. In diesem Container drin, wir werden dann sehen, wie viele Eier und L1-Larven wir von diesem Container herausgelassen haben. So, also schlussendlich habe ich jetzt in dieser zweiten Box habe ich 4 L1-Larven gefunden und 7 Eier, die ich jetzt hier untergebracht habe, in dieser Box, wo man die von außen ein bisschen beobachten kann, wie die sich entwickeln. Es ist mir jetzt aber klar, dass auch nach 2 Monaten in dieser Box drin, ist es noch zu früh, um noch Eier und Larven zu suchen, weil die noch viel zu klein und viel zu verletzlich sind und man wahrscheinlich mehr Schaden anrichtet als Nutzen hat davon, wenn man jetzt so früh schon untersucht. Das heißt auch für meine anderen Boxen, die ich jetzt noch habe, die ganz gleich aufgebaut sind und auch mit gleich vielen Tieren besetzt sind, würde ich sicher jetzt noch 2 bis 3 Monate warten, um dann nachzuschauen. Auch bei den Temperaturen so zwischen 18 und 20 Grad scheint es 4 bis 5, vielleicht sogar 6 Wochen zu gehen, bis diese Eier ausschlüpfen, angenommen, dass die Weibchen begonnen haben, Eier zu legen, sobald sie hier in diesem Substrat drin waren. Also ein Monat, würde ich sagen, ist das Minimum für die Herbstzeit dieser Eier von Lucanus cervus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten, dem bereits 20. Video zum Thema.